Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich heute zu einer richtig schönen Runde Fettburner. Wie angekündigt, mache ich heute mit euch eine schöne, knackige Einheit. Wir werden dafür sorgen, den Puls ein bisschen nach oben zu bringen, gute Laune zu verbreiten. Wir wollen anständig schwitzen. Das Ganze mit einer ganz easy Choreografie. Ich habe ein bisschen schnellere Musik heute gewählt, sodass wir den Puls auch ein bisschen weiter nach oben bringen können. Ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Macht es einfach so, wie es für euch am besten passt. Ich drehe die Musik gleich ein bisschen lauter. Wir starten dann wie immer mit einem kleinen Warm-up. Und danach geht es auch schon los mit der ersten Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das Einzige, was ihr heute dazu braucht, ist natürlich wie immer gute Laune, ein Getränk und ein Handtuch. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß. Okay, wir beginnen. Locker Maschine am Platz. Wir ziehen die Knie schön nach oben und die Arme aktiv mit. Sehr gut. Erstmal ganz entspannt anfangen. Wir mobilisieren alles ein bisschen durch und starten dazu mit einem Tempo zur Seite. Let's go. Euren Oberkörper ein bisschen nach vorn und die Arme schön aktiv mitziehen. Machen wir die letzten noch 8. 7 mal. 6 mehr. Und die letzten 4 Stück. Noch 3. 2 mal. Lunges zurück. Arme lang. Genau, ihr merkt schon, das Tempo ist ein bisschen schneller als normal. Auch hier machen wir noch 8 Stück mehr. Jetzt noch 8. 7 mal. Noch 6. Und die letzten 4. 3 mehr. 2 mal noch. Nochmal zur Seite. Zieht jetzt die Arme vor. Noch 4 mal. 2 mehr. Achtung, die Arme gehen hoch. Lang. Den Oberkörper leicht zur Seite verlagern. 4 mal mehr. 3 mal mehr. Und nochmal die Beine wechseln zurück. Gut. Kommt ein bisschen tiefer. Und schaut mal, die Arme schön dynamisch. Sehr gut. Starten mit einem Knee-Lift. Knie locker hochziehen. Hoch. Hoch. 4 mal mehr. 3 mal mehr. 2 mal noch. Wir ziehen die Ellenbogen. Und drehen den Oberkörper leicht ein. Ja. 4 noch. 3 noch. 2 mehr. Nochmal zur Mitte, Arme von oben. Gut. Die letzten 4. Noch 3. 2 mehr. Nochmal zur Seite. Rotation. Unsere letzten 4 Stück. 3 mal mehr. 2 mal noch. Achtung, Step Touch. Okay. Macht einen schönen großen Schritt. Belastet immer den ganzen Fuß. Gleichmäßig. Wir kommen in einen doppelten Step Touch. Und gehen zurück. Nochmal. Jawohl. Nochmal. Jetzt kommen wir in einen Side-to-Side. Schaut mal. Beine öffnen. Wir bleiben gleich stehen. Und verlagern einfach nur den Oberkörper. Von rechts nach links. Jetzt. Schultern schön mit einbringen. Genau. Dreht mal den Schultergürtel schön mit ein. Noch 4, 3, 2 mehr,
Wir bleiben in der Mitte, setzen die Hände ab und jetzt strecken und beugen wir. Beide Beine aktiv. Hoch, tief, hoch, tief. Die letzten viermal, dreimal, zweimal noch. Bleibt mal oben, haltet. Von hier aus wandern wir nach vorn und zurück. Nach vorn wandern und zurück, sodass ihr eine schöne Dehnung spürt in der Oberschenkelrückseite. Noch zweimal. Letztes Mal. Wir bleiben hier und rollen uns einmal nach oben auf. Sehr gut. Das war unser Warm-up. Wir starten mit unserem ersten Block. Ich drehe die Musik ein bisschen lauter. Los geht's. Wir beginnen mit einem Double Step Touch. Auf geht's. Das ist Basic. Die Basic-Variante. Du kannst das Ganze natürlich dynamischer machen, indem du den Jump mit einbaust. Let's go. Du wählst deine Intensität. Good. Tap. Tap. Die letzten 15 Sekunden. Roundabout. Tap. Noch 4. 3 mehr. 2 mehr. Ein Jumping Jack. Optional machst du einen Tap. Du entscheidest. Nimm deine Arme schön lang und hoch. Sehr gut. Hoch, hoch, zack, zack. Noch 4. 3. Gib mir noch 8 Stück mehr. Jetzt. Noch 8. 7-mal. 6. Nur noch 4-mal. 3 mehr. 2-mal. Achtung, du marschierst. Andere Variante. Du joggst. Schau mal, du ziehst die Fersen. 1, 2, 3, 4. Hoch. 1, 2, 3, 4. Knie hoch. Und zieh. Komm, Ferse. Und Knie. Ferse. Knie. Ferse, hoch, optional machst du das, ein Kick, Knie, Knie oder mehr, letztes Mal, Step Touch, okay, alle drei Übungen miteinander kombinieren, Double Step, Jumping Jack, Tiny Run, Ferse. Tap. Tap. Hoch. Sehr gut. Und du wählst immer, was du möchtest. Entweder Basic oder fortgeschritten. Noch 8. 7-mal. 6. 4 noch. Gleich der Jumping Jack. Achtung. Jetzt. Arme hoch. Oder Tap. Wenn du den Tap machst, geh aber ein bisschen tiefer. Bleib lang im Rücken. Noch 8. 7-mal. Noch 6. 5 mehr. 4. Gleich die Fersen und die Knie. Jetzt. 1, 2, 3, 4. Tiny Run. Jawohl. Davon machen wir noch 8. Zack. Zieh. Hoch. Zack. Zack.
zack, zack. Und Step Touch. Eieiei. Das war Runde 2. Wie ihr wisst, machen wir in der Regel alles dreimal. Deswegen starten wir Double Step. Tap. Sehr gut. Ich gebe euch noch 8 Stück mehr. Let's go. Noch 6. Und die letzten 4. Yep. 2 mehr. Jumping Jack. Nur noch 8, 7 mal, 6, letzte 4, noch 2, Achtung, Ferse, komm, hoch, 1, 2, 3, 4, Step. Die letzten 15 Sekunden, komm. Weiter. Letzter. Und Step Touch. Das war der erste Block. Atme durch. Nimm dir eine kurze Pause, wenn du etwas trinken möchtest. Wenn ihr etwas trinken möchtet, dann tut es jetzt. Mache ich auch. Vier, drei, zwei.
Nochmal. Hoch. Wieder zurück. Jetzt der Knee Lift. Ihr entscheidet. Entweder stehen oder springen. Aber eure Arme gehen lang nach oben. Sehr gut. Die letzten. 8, 7. Wird euch ein bisschen warm? Ja, oder? Perfekt. Gleich der Kick zur Seite und nach vorn. Kick, kick. Vor. Sieg. Sehr gut. Den Oberkörper, den verlagert ihr leicht zur Seite. Nochmal. Perfekt. 2 mehr noch. Letzter. Step Touch. Gut. Anstelle des Step Touches könnt ihr natürlich auch marschieren. Alles nochmal. Wir joggen. Runde 3. Go, komm. Zurück. Hopp, hopp, hopp. Nochmal. Noch eine Runde. Jetzt, come on. Nach hinten. 4, 3. Noch einmal. 1, 2. Zurück. Jetzt der Knee Lift. Komm. Lang die Arme. Hoch. Hoch. Das sieht sehr gut aus. Wenn du merkst, es wird dir zu viel, dann geh zurück in die Basic-Variante. Du entscheidest. Ihr entscheidet. Noch 4. 3 mehr. 2 mehr. Sidekick, Front Kick. Hup. Zack, zack. Schön Stabilität aufbauen. Gut. Komm. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4. 2 mehr. Und Step Touch. Das war der 2. Block. Wunderbar. Ich hoffe, euch geht's gut. Atmet kurz durch. Weiter geht's gleich mit Block 3. In 15 Sekunden starten wir. Wir starten gleich mit einem Knee Lift. In der Wiederholung links und dann rechts. Ciao. Ja? Wir beginnen! Komm, tap, zack, zack. Bringt mal eure Hände zu eurem Knie. Hoch, hoch. Das Standbein ist leicht gebeugt. Jetzt haben wir noch 8, 7, 6, 5 mal. 4. Noch 3. Gleich wechseln wir die Seite. Ready? Und versucht mal, die Arme schön lang zu strecken. Genau. Hep, hep, hep. Auch hier haben wir noch 8 Stück. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4. Noch 3. Gleich dribbeln wir. Außen und innen. Komm. Kleine Schnelle. Jawohl. Komm mit Energie. Zieht eure Arme mit. Der Puls geht hoch. Die ersten Schweißperlen stehen auf der Stirn. Hoffe ich. Komm. Noch 4. Noch 3. 2. Achtung. Ihr geht. Entweder Variante 1. Lunge oder Scissors. Ihr wählt eure Variante. Komm, nochmal. Und zieht, zieht, zieht. Gut.
weiter. Step Touch. Oder ihr marschiert. Okay, ich mache es noch ein bisschen lauter. Alles zusammen von vorne. Gleich geht's los. In 15 Sekunden. Ihr seid startklar. Gut. Liege links, rechts, dribbeln, Scissors. Thank you.
eure Matte. Falle tief auf die Matte. Und zwar beginnen wir. Beide Füße zu Spitzen stellt ihr auf. Eure Hände positioniert ihr unter euren Schultern. Noch ein bisschen leiser. Stützt euch aus den Schulterblättern schön raus. Der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Und jetzt schiebt ihr mal den Po nach oben. Und von hier aus beugt und streckt ihr die Beine. Immer dann, wenn der Po nach oben geht, atmet ihr aus. Ja? Ja. Weiter. Eins. Zwei. Lasst die Knie nicht zu weit geöffnet. Bleibt stabilisiert in eurem Schultergürtel. Weiter. Die letzten vier Mal. Danach gehen wir in die Bauchlage. Drei. Stimmt gar nicht, in den Kniestand. Jetzt. Hände unter die Schulter. Bein. Push-up. Go. Eins. Zwei. Oh, mir tropft die Nasenspitze runter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Der Bauchnabel bleibt schön nach innen fixiert. Jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wir machen das Ganze gleich im doppelten Tempo oben, okay? Jetzt. Yes. Komm. Kurz. Zieh. Und zieh. Wir machen gleich einen unmittelbaren Wechsel zur anderen Seite. Da starten wir aber erst im langsamen Tempo. Jetzt. Yes. Komm. Zwei. Drei, vier, weiter, fünf, sechs, sieben, ich gebe euch noch acht Stück mehr in diesem Tempo, komm, sechs noch, machen wir die letzten vier, vier mehr, drei noch, doppeltes Tempo, auf geht's, komm, acht und sieben mal. Sechs, die letzten vier, drei, zwei und Bauchlage. Beide Hände hinter dem Kopf, Po anspannen, Fußspitzen aufstellen, Daumen ans Jochbein, der Po ist gespannt und jetzt eins, zwei, arbeitet. Ohne Schwung, arbeitet mit Kraft. Keine hektischen Bewegungen. Und die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Noch vier. Zwei mehr. Bleibt oben, Arme zur Seite. Jetzt die Arme kreisen lassen. Spannt euren Po nach wie vor an. Weiter. Komm. Zack. Die letzten acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Gleich dreht ihr euch in die Rückenlage. Jetzt. Bisschen zügiger. Klassische Sit-Ups zur Mitte. Mit Spannung, Kraft, Energie. Komm. Euer Tempo. Die Geschwindigkeit ist nicht relevant. Spannt den Po fest. Den Po ist auch gut. Den Bauch. Po kann man auch immer anspannen. Komm, noch 30 Sekunden. Roundabout. Circa 30 Sekunden. Noch 15.
4, 3. Wir bleiben oben, schieben die Arme nach vorn. Vor. Kommt, lasst die Schulter tief. Schiebt. Weiter. Zack. Machen wir die letzten 8 Stück. Let's go. 8. Und 7. Volle Kraft. 6. 5. 4. 3. 2. Einmal. Aufrollen. Umdrehen. Runnings. Hände unter die Schulter. Entweder moderat oder schnell. Let's go. Zack. Schön weiteratmen. Lass die Halswirbelsäule stabilisiert. Zieh weiter. Und die letzten 8, 7, 6. Fünf mehr. 4, 3, 2. Kurze Pause. Durchatmen. Wir beginnen wieder mit der ersten Übung. Seid ihr startklar? Ihr wisst, was kommt, oder? Hände wieder schulterbreit. Fußspitzen aufstellen. Ganz wichtig ist jetzt, dass ihr den Bauchnabel schön nach innen fixiert. Aus dem Schultergürtel rausstützen. Zeit beginnt jetzt. Komm. Hoch, tief. Weiter. Nochmal. 1, 2, 3, 4, weiter. 5, 6, 7. Ich gebe euch noch 8 Stück mehr. Komm, zieht durch mit mir. Nur noch 8, die schaffen wir. 7 mal, 6. Und die letzten 4. 2 mehr. Letzter. Perfekt. Weiter. Ich musste kurz überlegen. Entschuldigt, Push-Ups. Der Po wird angespannt. Hoch, tief. Kommt. Auf geht's. 2, 3, 4. Spannt den Po fest an. Richtig schön, kraftvoll. Genau. Schneller. 1 und 2. Und volle Kraft in den Po. Die letzten 4. Noch 3. Wir machen gleich einen direkten Wechsel zur anderen Seite. Ready? Let's go. Hoch, tief. Hoch, tief. Nochmal. Ganz wichtig ist, dass ihr euch hier aus dem Schultergürtel immer schön rausstützt. Gerade dann, wenn man das Gefühl hat, die Kraft lässt so ein bisschen nach. Dann neigt man immer dazu, sich hier oben so ein bisschen fallen zu lassen. Versucht dies zu vermeiden und die ganze Kraft mitzunehmen. Gleich nochmal, doppeltes Tempo. Ready? Auf geht's. Komm. Kraft, Kraft. Hoch, tief, hoch, tief. Der letzte und stopp. Bauchlage. Beide Fußspitzen stellt ihr auf. Bauch, Nabel leicht nach innen ziehen. Po anspannen. Daumen ans Jochbein. Langsam heben und senken. Zack. Kontrollierte Bewegung. Und wir machen die letzten 8 Stück. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bleibt oben jetzt die Arme seitlich und kreisen.
Versuch den Oberkörper schön oben zu lassen, den Po anspannen. Genau. Und entgegengesetzt. 8 und 7. Bleibt schön oben. 6, 5, 4, 3, 2. Relax. Rückenlage. So, Sit-Ups. Denkt nochmal daran, euer Tempo, das bestimmt ihr. Wichtig ist, Spannung in den Bauch bringen. Richtig schön fest. Auf geht's. Weiter. Sehr gut. Komm, Leute, noch 30 Sekunden. Spürt mal, wie die Bauchmuskulatur arbeitet. Spürt ihr es? Ja, okay. Komm. Die letzten 15 Sekunden. Noch 4, 3. Der letzte bleibt oben und federt. Kurz, kurz, kurz. Lass den Schultergürtel schön tief. 4, 3, 2. Komm, ihr seid so gut in Schwung. Ich gebe euch noch 8. Noch 8. Boah, der Bauch zwiebelt. Kommt. Wir haben noch 4. Weiter, weiter. 3. 2, relax. Runnings oder Mountain Climbers. Eure Entscheidung. Ihr entscheidet, ob ihr es schnell oder langsam macht. Let's go. Komm. Nochmal Po und Schultern auf eine Linie. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, weil es so schön ist, gebe ich euch noch 4 Stück mehr. Noch 4, 3, 2 und sehr gut. Kurz einmal locker. Das war Runde 2. Somit, genau richtig geraten, haben wir noch eine Runde. Habt ihr noch Motivation? Yes. Energie? Gut. Gute Laune? Perfekt. 2 Atemzüge noch. Start klar. Hände unter die Schulter, Fußspitzen, Bauch. Let's go. Finale Runde. Nochmal richtig schön ausatmen. Wenn ihr euch nach oben schiebt, atmet dabei aus. Weiter. Nochmal. Sehr gut. Wir schaffen die letzten 8 Stück. Kommt. Noch 8, 7, 6. Und es sind noch 4 Stück. Jetzt 4, 3, 2. Push-ups für den Po. In 3, in 2, 1. Wir beginnen. Komm. Erstmal moderates Tempo. Denkt daran, die Ellenbogen schön zu strecken. Auf geht's. Volle Kraft. Zack. 4, 3. Gleich das Ganze im doppelten Tempo. Ready, let's go. Woo. Komm, und wir ziehen. Hoch, tief, hoch, tief. Leute, das ist die letzte Runde, deswegen freut euch, dass ihr es gleich durchgezogen habt. Gebt deswegen jetzt nochmal alles. Wir wechseln. Hoch,
auf, ab, hoch, tief. Auch hier machen wir noch 8 Stück in dem Tempo. 8 mehr. Und noch 7. 6. Die letzten 4. 2 mehr. Und das Ganze im doppelten Tempo. Auf wie geht's? Yep. Zack. Und zack. Die letzten 4 Mal. 3 mehr. 2 mal noch. Letzter. Und stopp. Gut. Bauchlage. Fußspitzen aufstellen. Daumen ans Jochbein. Hände hinter den Kopf und die Zeit beginnt. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Die letzten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleibt oben, Arme zur Seite und jetzt kreisen. Komm. Zieht euch noch einmal ein bisschen höher in eurem Oberkörper. Spannt den Po an. Zieht, zieht. Und in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt, komm. 8, 7, 6. 5 mal. Und 4. Und zuletzt. Umdrehen. Die Musik wird gleich ruhiger. Gleich zur Entspannung. Die letzten 2 Übungen. Sit-ups. Und nochmal die Runnings. Auf geht's. Komm, volle Kraft. Alles, was geht. Dann nochmal schön mit Spannung hoch. Ja? Zack. Oh, weiter, weiter. Die letzten 15 Sekunden. Yep. Oh, ich weiß. Es ist anstrengend, wir haben es gleich. 4, 3. Bleibt nochmal mit dir oben und schiebt nochmal die Arme vor. Komm, letzte Runde. Zack. Lass die Schultern schön tief. Weiter. Unsere letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Einmal noch die Runnings. Kommt. So, atmet noch einmal durch. 3, 2, 1. Wir beginnen. Finale. Komm, zack. Nochmal die Knie richtig schön ranziehen. Ihr könnt natürlich auch moderat bleiben. Die letzten 4 Stück für euch. 4, 3, 2 und relax. Perfekt. Kurze Entspannung. Legt euch einmal auf den Bauch. Oh. Wollen wir hier liegen bleiben einfach? So eine halbe Stunde. Oh. Winkelt einmal die Fußspitze an. Seite.
Stellt beide Hände auf Brusthöhe auf. Setzt euch auf den Fersen ab, streckt die Arme einmal lang. Sehr schön. Ihr wart sehr, sehr fleißig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschwitzt und hattet die ganze Zeit gute Laune. Ich freue mich sehr, dass ihr mit mir durchgezogen habt und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Workout jetzt mit mir gemacht habt oder mit mir macht. Und dann freue ich mich schon sehr auf die nächste Runde mit euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.